So, da wären wir wieder bei Let's Play Rogue Legacy. Wieder mit einer Assassine. Und ja. So, diesmal ist so eine Stelle viel einfacher. Scheißraum ist scheiße. Tschüss. Kackraum ist nicht besser. Das ist ja schon wieder. What the fuck? Sollte, glaube ich, so herum mitrennen. Ja. Achso, ich kann die Damage-Zahlen nicht richtig erkennen. Da steht 2000 Schaden, obwohl das keine 2000 Schaden waren. Whatever. Achso, Hypochonder. Sind das die, die dazu neigen, zu übertreiben? Kann das sein? Weil ich glaube, ja. Ihr seid kein Problem von hier unten. Nur leider kriege ich das Gold auch nicht. Weil ich zu groß bin. Beziehungsweise ich kann nicht an die Kiste, weil ich zu groß bin. Hallo! So. Oder bin ich klein? Ne, ich bin nicht klein, ne? Ne. Ja, klar. So. Ich bin gleich schon wieder tot, ich sehe es doch. Take no damage. Moment. Ja, what the fuck? Bis hierhin hätte ich hinkommen sollen, dann hätte ich das Ding auch noch looten sollen. Leckt mich doch im Sack. Wir haben nicht viel Gold eingesammelt, das bringt uns alles nichts. Colorblinder Shinobi, also... Er sieht keine Farben und... Wir können nicht zaubern, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ja, super. Mit dem Gold bringt das... Wir können zaubern, aber wir zaubern nach hinten. Also zwei linke Hände hatten wir jetzt gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hießen die Krankheit. Können wir das nochmal irgendwie nachgucken? Enchantment? Ne, anscheinend nicht, oder? Doch, da, Empilevius, keine Ahnung. Ja, ich wollte raus. Raus. So. Auf jeden Fall, zwei linke Hände haben wir beschießen. Nach hinten im Endeffekt. Mit unseren Zaubern. Und wir scheinen auch sehr verwirrt zu sein. Ja, den Stuhl könnt ihr eigentlich auch noch kaputt machen. Alter! Ich brauche unbedingt etwas, womit ich schneller zuhaue. Ey, come on. Hallo Krankenwagen, mal wieder. Kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war hier gerade schon einer. Darum habe ich kurz gewartet. Bevor ich die Aufnahme starte, weg mit dir. Ja, lacht euch ruhig an ab. Während ich eure Artgenossen töte. Warum werden die eigentlich bei den Skeletten nicht aktiv? Ich finde das diskriminierend. Auch Skelette waren mal Menschen. Also ich finde, da sollte durchaus was geregelt werden. Ich wollte was sagen, ich treffe doch wohl diese Scheißding da. Okay. So. Ein Teleporter. Das heißt, hier ist wahrscheinlich ein sehr lustiger Raum. So einen Raum habe ich ehrlich... Ah, du hast die Kiste versteckt gehabt. So einen Raum habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gesehen, also von diesem Aufbau her. Da oben sehen wir den König, dann den Typen, der uns hier immer das Geld mobst. Den Architekten, keine Ahnung wer das ist. Die Haut-Drauf-Puppe und keine Ahnung wer die beiden anderen sind. Wahrscheinlich irgendwelche Charaktere noch. Das da ist zum Beispiel der Typ aus dem Kistenspiel. Take no damage. Das werde ich nicht schaffen.
Das Kistenspiel. Ja, komm. Wie ich das jedes Mal schaffe. Ich nehme einfach immer nur die mittlere. Ich habe keine Ahnung, warum man das vielleicht erkennt oder so. Ich habe bis jetzt wirklich, glaube ich, immer nur die mittlere genommen und wirklich gewonnen. Also das finde ich echt interessant. Ich weiß nicht, ob der das vielleicht immer in die mittlere packt. Das wäre dann aber ein bisschen sehr eintönig. Wow, wie ich fast in den Zombie reingerannt wäre. Wahrscheinlich haben viele von euch den Damage jetzt schon gesehen, den der Zombie mir gemacht hat. So vor ihrem geistigen Auge. Aua. Ja, wir casten ja falsch herum. Ich muss mich also immer umdrehen. Ja, wir wissen's. Da hat wieder irgendein Türke seine unreine Schwester getötet. Aber es interessiert keinen. Weil das hier gang und gäbe ist. So. So, die auch alle tot. Wow, wir haben 800 Gold zusammen. Oh, ich wollte gerade sagen, kannst du durchcasten? Oder ich wollte gerade fragen, nicht sagen. Ich sag's mal lieber so. Ich bin da nicht hoch. Blödes Bild. Ja, du sollst da hoch. Bam, Bitch. Du kriegst auch ein Bam ab. Nein, ich wollte da hoch. So. Nein, da wollen wir nicht hoch. Das ist wieder der Wald, ne? Wollen wir den nochmal machen? Haben wir jetzt überhaupt eine andere Wahl? Ja, ich glaube, hier können wir drauf stehen, ne? Ja. Ich würde nämlich sagen, ehrlich gesagt, nein. Ich habe jetzt auch nur noch 15 AP, dadurch, dass ich aus Versehen da runtergefallen bin. Super Sache. Perfekt, wir haben den Bossraum gefunden. Also nicht sonderlich perfekt für uns, aber wir können uns hier nochmal heilen. Was haben wir hier? Nein, ich wollte doch diese Kackkiste noch haben. Nein! Naja, egal. Ein immerhin etwas erfolgreicherer Run. Kein Shinobi, schade. Ach, Schmelz würde ich am liebsten nicht haben. Schon wieder ein Schwuler. You are so heavy, anyway. Ja, da werde ich nicht zurückgehauen. Nehmen wir den. Assassin und Dings sind halt meine Lieblingscharaktere, also, lass mich doch mal da unten hin. Ja, können wir uns leisten, perfekt. Das heißt nämlich, wir kriegen jetzt, glaube ich, mit jedem Charakter 10% mehr Gold. Ist jetzt natürlich nicht die Welt. 10%, das wären bei 10 Gold, kriegen wir 11 Gold oder so, ne? Aber es rechnet sich erstmal und wenn wir es dann noch höher upgraden, bekommen wir halt immer mehr Gold, ne? Kurz, das war jetzt 3000, jetzt seht ihr es gleich, jetzt bekommen wir gleich 11 Gold. Ha! Ja, super Sache. Wie gesagt, es rechnet sich natürlich. Also wir bekommen jetzt auf jeden Fall durchaus mehr als vorher. Ah, stimmt, ihr könnt da durchschießen. Oh, hallo. Tschüss. Puh, kritisch hier. Ach ja, und durch so eine Kiste bekommen wir jetzt natürlich dann auch 10%, also durch so einen Sack bekommen wir dann auch 10% mehr Gold. Mit anderen Worten, wir bekommen 110 daraus. Das ist also ein Raum, der nur da ist, um mich zu verarschen. Danke. Also war dieser Weg hier im Endeffekt voll für den Arsch. So, einmal rüber bitte. Hallo. Bin sehr geehrt, euch zu sehen. Ein neues Buch für euch, Leute. Oder für die Lesenden unter euch.
für die Lesenden unter euch. Weil es wahrscheinlich nur 10% von euch können. Egal. Für die, die es wirklich lesen wollen, wie gesagt. Ne? Ihr könnt es ja auch gerne als Kommentare übersetzen. Für die, die vielleicht das Englische nicht so mächtig sind. Take no damage. Ernsthaft? Geschafft. Yay! Balance Wound für Schwert, keine Ahnung. So, das natürlich auch nochmal zurückkommen. Ich glaube, das Zurück ist schwieriger als das hin. Aua. Ja, das Zurück hätten wir versagt. Aber wir haben es geschafft. Arschloch. So. Hey, du. Blöd, Mann. Hör auf mich zu schießen. Ich schieße auch nicht auf dich. Hast du gehört? Was soll ich mit Mana? Ich hätte lieber HP. Hier ist einfach eine geschenkte Kiste anscheinend. Oder was heißt geschenkt? Ein Feind ist hier drin. Super Sache. So. Ah, da ist aber auch kein Gold drin, sondern eine Chestplate. Square Chestplate. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen Gold lieber. Weil momentan haben wir noch nicht so viel. Dann muss ich erstmal gucken, wo es überhaupt vernünftig weitergeht. Ja, wahrscheinlich hier oben, ne? Nein, lass das. Böse. Und tschüss. Du stehst vor einer Statue. So, einfach alles schlachten. Alter, so langsam nervt es. Überall diese durch Wand schießenden Pisser. Aber wirklich überall. Ich wollte gerade fragen, ist da unten Boden zum Stehen? Oh Gott. Ja, lass dich halt zweimal treffen. Den Ritter mal schnellst. Alter, come on, Bitch, komm. Was soll der Mist? So, wir gehen jetzt aber erstmal wegen Rüstungen gucken. Ein kleiner Archmage, auch ist süß. Und ein Shinobi, der sich zurückhauen lässt. Und schneller läuft. Hm, geben wir ihn einen Versuch. So, wir können ja mal kurz... What the fuck? Gucken. Wir haben ja eine neue Rüstung gefunden. Die hat keinen Effekt, außer dass sie weniger wiegt und... weniger Rüstung bringt. So, was haben wir denn bei dir noch? Das hätten wir neu. Für Schwert. Slaying Enemies grants both HP and MP. Multiple Wounds. Achso, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber dann würden wir unser Dash verlieren. Den Dash finde ich dann natürlich auch schon recht wichtig. Wir haben sowieso nicht genug Gold, um die zu kaufen, davon abgesehen. Wir könnten aber bei dir das hier kaufen. Ja, super. Wird 5 mehr Magie bringen. Nee, danke. Magie brauche ich nicht unbedingt. Gehen wir nochmal hier hin zurück, gucken wir, was wir hier abwählen können. Vielleicht noch irgendwie was Wichtiges. 1900. Kriege ich nie im Leben zusammen. MP interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr. Ja, komm, machen wir nochmal die HP hoch. So. Dann gehen wir mal weiter. Beziehungsweise neu rein. Aber das sehen wir erst im nächsten Part, Leute. Bis dahin. Ciao.